Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier bei Doom 2016. Und ich bin ein bisschen müde, ist einfach diese derbe Wärme, aber trotzdem will ich mich natürlich hier noch ein bisschen durch die krasse Welt kämpfen. Außerdem habe ich gerade so ein leichtes Jucken in der Nase. Das bedeutet, ich sollte mal ganz, ganz schnell hier irgendwie weiterkommen. Aber hier sind noch ein paar nice Items, die will ich natürlich noch mitnehmen. Schade, ich dachte, man kann hier rein. Ja, falls ihr es vergessen habt, wir befinden uns hier immer noch in der Hölle. Oder auf der Hölle. Ich weiß nicht, sieht aus wie ein fremder Planet. Aber eigentlich ist es die Hölle. Und hier starten wir weiter die satte Action. Finden nochmal die Kettensäge, falls wir sie noch nicht gefunden haben sollten. Und da oben müssen wir uns jetzt hochkämpfen. Also hier seht, hier geht die Party ab. So. Und nice wie ich bin, lasse ich das Armor da hinten liegen. Aber ich will noch wissen, was passiert, wenn man sich da oben hinkämpft. Etwa eine neue Runenprüfung. Ja, irgendwas Nices passiert hier dann auf alle Fälle. Hinten ist ein ganz komischer Stein. Ah ja, hier kann man sich teleportieren. Und immerhin den blauen Schädel bekommen. Nice. Oh no, die Action geht los. Ja, zum Glück habe ich den Finger am Abzug. Ha! Und zum Glück aim ich hier gerade echt wie Hölle. Und das klingt gerade, als ob hier irgendwas Größeres am Anrollen ist. Aua! Zerlegt, Alter. Okay, der legt sich direkt mal schlafen. Aua, und ich fange mir schon wieder. Oh Gott, was bist du denn? Also ja klar, ich weiß, was du bist, weil ich kenne dich ja noch aus den alten Spielen. Aber krass, euch jetzt mal wieder hier so zu sehen. Oh, ihr. Aha, der Kakodemon. Ah ja, dich kenne ich auch schon. Okay, langsam wird es mir hier ein bisschen zu hart. Was vor allem an meiner. So. Vor allem an meiner rapide sinkenden Gesundheit liegt. Okay, da ist auch so ein Runner hinter uns. Den wir erstmal zersägen. So, nachdem wir den zersägt haben, kümmern wir uns um den Raketenhans. So, erstmal die Gausskanone hier mal bemüht. So, ist da jetzt eigentlich noch dieser Raketenhans am Start? Boah, das gibt's doch nicht. Na endlich, so. Da kann man mal ein Auge für lassen, würde ich sagen. Der gaffelt hier auch noch rum und denkt, er kann hier die Action starten oder was. Denkt er aber auch nur so. So, da ist noch ein Raketenhans.
Da ist noch ein Raketenhans, aber erstmal hole ich mir das nice Leben und check mal so ein bisschen meine Bewaffnung ab. Und dann natürlich hole ich mir die Doppelläufige. So. Und schnapp mir seine Energie. Und hab einen Waffenpunkt erhalten. Und ja, hab diesen fetten Kampf hier überstanden. Diesmal ja sogar ohne Verluste. Man mag es ja nicht glauben, aber auch ich schaffe mal Kämpfe hier in diesem Spiel beim ersten Mal. Ja, da oben hätten wir jetzt noch eine Verbesserung gehabt, aber die nehmen wir jetzt nicht mit. Ich meine, ich weiß ja schon so ungefähr, wo es hier weitergeht. Krass, erst 6 Minuten um und wir haben schon einmal die fette Action gehabt. Ja, ich muss da hochkommen. Na holla! Ah, guck mal, Benzin. Ui. Mehr Power. Die wir diesmal in Gesundheit investieren werden. Und irgendwie klingt sie gerade auch so ein bisschen höllisch, möchte ich meinen. Ah ja, ich sehe schon. So. Ach komm, für euch Zombies hier. Reicht doch die normale Schrotflinte aus. Ja, ja, ich weiß, da kommt jetzt so ein großer. Aber wir haben ja ein paar Raketen. Aua, der macht zwar gerade ordentlich Dampf, aber gegen meine Raketenpower hat er nichts zu melden. Ah. So. Rakete in die Fresse. Boah, guck mal, wie wir den jetzt ordentlich zerlegt haben hier. Das hat sich ja gelohnt, hat sich das ja. Ah ja, eine verlorene Seele gibt es hier auch noch. Stimmt, an die kann ich mich nämlich auch noch erinnern, an die verlorenen Seelen. Ja, bei den verlorenen Seelen muss man echt ein bisschen aufpassen. Die können einen nämlich ganz schön schnell das Leben entziehen. Okay. Wow. Das habe ich jetzt gerade nicht so nice gemeistert. Um mal ehrlich zu sein, die haben mich gerade ganz schön gefickt, diese verlorenen Seelen. So, und die Prätorenmarke von dir nehme ich noch mit. So, da werde ich mal noch mal ein Auge zudrücken, ne? So, Speicherpunkt erreicht. Ich hole mir schnell Leben und Rüstung. Ah ja, da oben muss ich jetzt gerade hin.
Na gut, wenn ich da hin muss, dann gehen wir da hin, oder? Ah ja, anscheinend muss ich erstmal noch das Tor aktivieren. Und ich höre hier schon wieder üble Dämonen vor sich hin brabbeln. Und ich glaube fast, ah ja, ich sehe schon, wo ich hin muss. Ah ja, damit öffnen wir das Türchen. Okay, dann haben wir wieder eine ganz große Dämonenpracht am Start. Ah, fuck it. Ah ja, ich sehe etwas Benzin. So. Ah ja, auf dich habe ich ja gewartet. Auf dich habe ich ja gewartet mit meinem Benzin. So, schnell mal alles so ein bisschen fertig machen. So. Ja, bei den Rammer muss man echt ein bisschen aufpassen. Deswegen empfehle ich immer die Benutzung, wenn man hat Benzin und oder der Gaustwaffe. Nein! Oh nein, jetzt hat es mich da runtergehetzt. Also, das lief gerade echt so gut und jetzt hat es mich da noch runtergehauen. Ich dachte, diese Folge, die schaffe ich mal ohne Sterben, aber nein, es war mir nicht gewährt. Nein, auch dieses Mal musste ich erneut mein Leben lassen. Lieber würde ich doch mal Wasser lassen. Nee, eigentlich nicht, weil dann würde ich mir in die Hose pinkeln. Das wäre jetzt auch nicht so nice. Ach, Leute. Aber das Spiel ist schon cool, muss man sagen. Es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß, deswegen spiele ich das ja auch noch. So. Ja, nice. Nein! Verlorene Seelen! Alter, ich flex euch hier alle weg. Mist, ich habe zu wenig Munition im Gaustgewehr. So. Du brauchst gar nicht so zu tun, als ob du hier die Action starten kannst. Oder? Warte mal. Okay. Ich brauche ja nur ein bisschen rumgausten.
Und schon kann ich sie nämlich hier alle schön zerlegen. Und zerlegen ist besser als zernehmen. Doppelläufige. Ah cool, die Hass gilt also auch für andere Aktionen, die ich mache. Nicer Bonus. Leider gerade ein bisschen verschenkt. Ah, geil, Benzin wieder nachgefüllt. Das heißt, egal was jetzt hier kommt, ich werde es wegflexen. Erstmal artgerecht zerlegt. Hahaha. Friss dein Auge, du Auge. Okay, das war jetzt eine etwas wieder leichtere Zusammenkunft hier. So, ich gehe erstmal noch schnell hier alles aufsammeln, was wir hier so finden können. Der nächste Kampf kommt nämlich bestimmt. Ah ja, ein Teil für die Automap, die ich hier noch gar nicht benutzt habe. Ah, da hinten muss ich dann hin. Na gut, sieht ja so aus, als ob ich gerade hier alles am Stissen habe. Oh, oh, das sieht hier so aus, als ob jetzt gleich der nächste Bosskampf anrollt. Gestählt durch die Feuer der Hölle, blieb sein eiserner Wille auch in dem Übergang stark, der die Schwachen verführt. Denn nur er war der Hellwalker, der entfesselte Jäger, der nach Vergeltung suchte. Überall. Im Schatten, im Licht, im Feuer, im Eis, am Anfang und am Ende. Und er jagte die Sklaven des Schicksals mit unglaublicher Grausamkeit, denn er überschritt die Kluft, wie vor ihm nur die Dämonen es vermochten. Okay. Ich habe das Gefühl, hier unten waren wir schon mal. Hui, was für ein Service. Ah ja, jetzt können wir hier ein bisschen... Ein Belagerungsmodus klingt doch nice. Leider kann ich jetzt hier auch nur einmal kaufen. Jetzt kann ich nämlich hier so einen Strahl losschießen. Oder muss ich die Mod noch aktivieren? Wartet mal. Also irgendwie verstehe ich diesen Modus gerade nicht. Verbrauche aber meine ganze Munition, also auch nicht schlecht. Ah ja, guck mal. Ah ja, so ist das Team hier also weitergekommen. Okay, also ich weiß, dass jetzt hier gleich ein mega fetter Fight kommen wird. Ich habe das so richtig im Urin. Deswegen, liebe Leute, würde ich sagen, wir machen ein kurzes Päuschen, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann werden wir herausfinden, was uns hier erwartet.